Hallo Leute, ich wurde gefragt, wie es bei mir mit dem Abnehmen so läuft. Und ich muss sagen, ich bin richtig zufrieden, es läuft eigentlich super. Ich wollte jetzt mal die Geschichte erzählen, wie das jetzt bei mir so war, von Anfang an. Also es war so, im letzten Februar habe ich mich auf die Waage gestellt und die Nadel war knapp unter den 81. Und das war eindeutig zu viel. Ich bin nur 1,66 Meter groß, also mein BMI war ja schon, weiß nicht, ob er über 30 war, auf jeden Fall ging er schwer auf die 30 zu. Es war also viel zu viel. Ich hatte vor vielen Jahren schon mal Weight Watchers gemacht und habe dann einfach angefangen, wieder in das alte Programm einzusteigen. Und es lief auch ganz gut und ich habe auch so die ersten 5-6 Kilo dann so abgenommen. Dann hat es ein bisschen gestoppt und ich dachte, ich brauche wieder einen Motivationsschub und so bin ich dann mal wieder richtig in ein Treffen gegangen. Ja, und dann habe ich mich eingeschrieben und man hat mir das neue Programm mit den ProPoints 2.0 erklärt. Und ich muss sagen, ich finde das besser als das alte. Durch diese Sattmacher-Tage und die Sattmacher-Lebensmittel und mit dem Wochenextra. Es ist viel flexibler, als es früher war. Und ich komme jetzt mit dem neuen auch besser zurecht als mit dem alten, muss ich sagen. Und letzte Woche habe ich es dann tatsächlich geschafft. Also ich bin dort angefangen mit, ich glaube, so 75 Kilo oder was. Und jetzt letzte Woche hatte ich dann meine 5% und ich habe dann auch ein Maßband bekommen. Und jetzt wollte ich mir erzählen, was dabei rauskam, als ich dann gemessen habe. Also ich habe ursprünglich mal gemessen, als ich angefangen habe mit Weight Watchers, und zwar Mitte August, und wie es jetzt ist. Und da muss ich sagen, also an der Konfektionsgröße habe ich bisher eine verloren. Ich habe vorher 44 getragen. Das war aber schon eher eng und kann jetzt locker 42 tragen. Also ich hoffe sogar, dass ich in ein paar Wochen in die 40 reinpasse. Was ich super finde, weil 44, das ist schon irgendwie ätzend, wenn du in den Laden gehst und musst dir Klamotten in 44 kaufen. 42 macht mehr Spaß und viel mehr Spaß macht natürlich dann die 40 wieder. Vor allem 40, das hatte ich zuletzt vor 7 Jahren. Also ich freue mich schon richtig drauf, wenn es dann soweit ist. Um die Hüfte rum habe ich 7 cm verloren. Das finde ich klasse. Ich meine, deswegen passe ich jetzt ja auch wieder in die etwas kleineren Hosen. Am Oberarm waren es 3,5 cm. Um die Taille 15 cm. Um die Brust rum 12. Und am Oberschenkel habe ich 4 cm verloren. Wahrscheinlich ist auch der Oberschenkel die Stelle, wo ich am schlechtesten und am schwersten abnehme. Aber ein bisschen weibliche Rundung darf ja auch bleiben. Ja, also wie gesagt, das sind jetzt diese 5%, die ich jetzt erreicht habe nach Weight Watchers, aber da wiege ich mich ja immer abends und naja, es ist eine andere Waage. Also es ist so, im Februar habe ich mich zu Hause hier auf meiner Waage gewogen und hatte 81 und heute Morgen habe ich mich hier zu Hause auf meiner Waage gewogen und hatte noch 69. Das ist so ein bisschen das, woran ich mich orientiere. Also nach meiner Rechnung habe ich jetzt insgesamt seit Februar 12 Kilo abgenommen und ich finde, das ist ein ziemlich guter Erfolg, weil selbst wenn ich immer nur sehe, ja, im Monat ungefähr 1 Kilo, ja, dann habe ich doch in einem weiteren halben Jahr mein absolutes Wunschgewicht erreicht. Ich hoffe einfach, es geht in dem Tempo weiter. Ja, soweit zu meiner Abnehmgeschichte, meinen bisherigen Abnehmerfolgen. Ich freue mich tierisch, dass ihr das Video anschaut, dass ihr unsere Rezepte anschaut. Und ich wollte euch jetzt gerade auf dem Weg auch nochmal bitten, wenn euch unsere Rezepte gefallen, erzählt es weiter. Wenn ihr ins Weight Watchers Treffen geht, empfehlt es euren Freunden, euren Bekannten. Wir freuen uns, wenn wir viele Zuschauer haben und natürlich macht es für uns auch mehr Spaß, Videos zu produzieren, wenn es auch Leute gibt, die anschauen und gut finden. Ja, deswegen auf Abonnieren klicken, wo auch immer das jetzt ist. Und weitererzählen, postet es auf Facebook, Flickr, was auch immer. Wir würden uns tierisch freuen, wenn noch mehr Leute bald unsere Videos schauen und ja, einfach, wenn wir ganz viele Leute dazu bringen können, gesund zu essen und ja, einfach schlanker zu werden, weil jeder, der abnimmt, weiß, was für ein tolles Gefühl das ist, wie viel Spaß es macht, wieder die neuen Klamotten, die schlankeren zu passen und deswegen, ja, sagt's weiter. Und allen denen von euch, die schon beim Abnehmen sind, wünsche ich ganz viel Erfolg, Durchhaltevermögen. Es gibt harte Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Und wenn mal ein Tag nicht so läuft, wie er soll, morgen ist ein neuer Tag, dann läuft es morgen eben wieder so, wie es soll. Also viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Bye!